Ich begrüße Sie recht herzlich auf unserem 21. Barockfest auf Schloss Ludwigslust. Hallo, ich bin der Bobby. Ich bin 5 Jahre und reise um die Welt. Jetzt gerade bin ich hier in Ludwigslust. Ich bin als kleiner Baron verkleidet und schaue mir jetzt das Fest an. Bis später. Die immer wieder erstaunlich ist. Wir haben hier dann die kleinen Kugeln, die wir schon luftleer gepumpt haben, und wir werden nachher mal sehen, ob ihr das auseinanderreißen könnt hier. Schön, die müssen wir auch ankanten. Nee, lassen wir. Tauziehen kennt ihr? Einer an dieser Seite, einer an dieser Seite. So, fertig. Hauen! Hauen! Nochmal! Und nochmal hauen! Ja, seid ihr fertig? Und hau rück! Jawohl! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 auf jeder Seite und es funktioniert. Oh, jetzt bin ich hier. Dankeschön. Schönen Dank fürs Mitmachen. Das gibt's nicht, ne? Haben wir noch nie gehabt. Lulu das erste Mal, dass beim dritten Versuch nicht geklappt hat. Aber komm, wehe nicht, also dann. Jawohl. Also, ich hoffe, Sie haben sich alle schon ein wenig gestärkt an den vielen Ess- und Fressbuden. Dann erstmal viel Spaß. Thank you.
verschlüsselt ihr in anderer Leute Postgeheimnis. Da kommt zum Beispiel schon wieder ein Jawohl. Wenn du es wagen würdest, würdest du mich wahrhaftig als wunderbar. Absicht, Madame. Aber was habe ich denn? Ich kann Ihnen allen versichern, wir sind aus Preußen hier angereist. Wir haben keine Drogen dabei, sondern nur die Hofgesellschaft des hier in der Natur. Ja, schon öfter das Vergnügen. Also ja, wir kennen uns bereits. Und kümmert will er wieder gehen, da hört er schnell den Schlüssel drin, da hört er schnell den Schlüssel drin, den Schlüssel drin, den Schlüssel drin. Er
er hört auf einen Augenblick, doch geh auch gleich zurück. Da ist dein Gitter. Die linke, die hältst du so. Du hältst die so. So, das war auch. Lieber Herr Dr. Hempelmann, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und vor allem vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne heute hier nach Ludwigslust gekommen. Wir alle lieben dieses Schloss, aber vor allem auch den wunderschönen Park. Ich möchte aber vor allem die ehrenamtlichen Mitglieder des Fördervereins begrüßen, denn diese Frauen und Männer sorgen dafür, dass hier dieses wunderbare Barockfest stattfinden kann. Carpe diem, nütze den Tag, ist ein Leitmotiv der Barockzeit. Spiel und Theater, Musik, Maskenbälle und Gartenfeste hatten in dieser Zeit Hochkonjunktur.